Enjoy the silence, genieße die Ruhe. Es war in den 80ern einer der größten Depeche Mode Hits. Letztes Jahr als Neuauflage ganz oben in den Charts. Erinnerung an alte Zeiten auch für die 500 ausgewählten Fans, die dabei sein durften, als die Band ein neues Album und eine Welttournee ankündigte. Depeche Mode in bester Laune, locker und entspannt. Vor allem bei Frontmann David Gahan keine Spur mehr von den Drogenexzessen der 90er. Ich bin sehr glücklich. Ich denke, mein Leben ist vom Glück verwöhnt. Ich genieße es. Ich habe eine großartige Familie, ein Zuhause, mache Musik und habe Spaß daran. Es könnte nicht besser sein und ich passe einfach besser auf mich auf. Vor 10 Jahren sah das noch anders aus. Mitte der 90er reisten auf Tourneen noch ein Drogendealer für David und ein Psychiater für den Rest der Band mit. Im Mai 96 war David Gahan nach einer Überdosis 2 Minuten lang klinisch tot. Jetzt also ein neues Album, eine Tour. Die Band ist zurück mit neuen Ideen. Ich denke, es werden auf der Tour irgendwie auch Filme eine Rolle spielen. Wir werden wohl LED-Bildschirme verwenden und viel mehr Live-Kameras auf der Bühne, die das Geschehen einfangen. Das mixen wir dann mit alten Videos. Wie das neue Album heißen wird, steht noch nicht fest. Es ist doch noch nicht ganz fertig. Auf jeden Fall soll es nicht ganz so viele digitale Effekte haben wie das letzte. Doch die Fans freuen sich jetzt schon. Dave sieht genauso aus wie, ja, wie 1982, 83. Der verändert sich irgendwie gar nicht. Wenn die Musik genauso frisch ist auf dem neuen Album, freue ich mich schon mächtig darauf. Dir geht das Herz auf. Der Beschmut ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das Sie in Deutschland erst nächstes Jahr wieder live erleben können. Ab Januar sind 10 Konzerte geplant. Say no, it's a crime.